Hey Leute, wir machen weiter mit Let's Play Sabathus Tomb Raider 1 im Grab des Qualopec. Guck mal, was uns da anstrahlt. Ein großes Medipack. Im Grab des Qualopec. Das reimt sich ja sogar. Cool. Mir ist noch nie aufgefallen, dass sich Qualopec auf Medipack reimt. Das habe ich, glaube ich, noch nie zusammen... Aha. Noch nie zusammen gesagt. Das ist ja interessant. Wo führt uns dieser Tauchgang denn hin? Etwa zu einem Secret? Jawoll. Und dann haben wir doch direkt, wenn wir das andere große Medipack aufgehoben haben, schon unsere Pickups in diesem Level verdoppelt. So schnell geht's. Das ist doch ein schöner Folgenstart. Man wird direkt hier mit ganz vielen Gegenständen belohnt. Und zwar sogar zwei großen Medipacks. Die sind ja wirklich wertvoll. Man kriegt einfach hier zwei Stück direkt vor die Nase geworfen. Das ist ja nett. So, der Sprung war nicht ganz adrett. Da dürfen wir nochmal rausklettern. Auf ein neues, sozusagen. Und krallen uns dann das große Medipack. Ja gut, ein bisschen Schwierigkeit und Herausforderung muss ja da sein, wenn man ein großes Medipack haben will. Deswegen muss man diesen Sprung vielleicht ein paar Mal machen. So, jetzt direkt Alt drücken und springen. So, dann klappt das nämlich auch. Okidogi, dann nehmen wir den mit. Perfekt, speichern. Und ich habe das Gefühl, dass da unten wieder Raptoren kommen, weil wir haben jetzt auch so viele Medipacks gefunden. Ein T-Rex! Das ist ja unfassbar. Gut, dass wir Munition haben. War jetzt... Wow, 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 wow. War jetzt gerade etwas zu... Seht ihr das Blut an Laras Oberschenkel? Da hat der T-Rex reingebissen. Ist das ein cooles Detail für Tomb Raider 1. Wohl bemerkt. Richtig krass. Okay, mega. Gut, dann wissen wir jetzt, was auf uns zukommt. T-Rex. Aus der Nähe. Ich wollte jetzt eigentlich Muni sparen, aber egal. Also hier passt diese ausladende Musik auf jeden Fall sehr. So, Leute, wir sind ausgeblutet, was Schrotmunition betrifft. So schnell geht's. Wir haben unsere Muni verschossen. Aber hier bei der Action und den ganzen Gegnern war das, denke ich, sinnvoll, die einzusetzen. Nur Horten bringt ja auch nichts. Und es ist ja gut, dass wir für den T-Rex auf jeden Fall ein paar Schuss aufgehoben haben. Seht ihr, es ist wirklich wichtig, Munition hier ein bisschen aufzusparen. Da ist schon wieder ein Wolf. Wir müssen aber leider mit Pistolen vorlieb nehmen, weil wir haben nichts anderes mehr. So, dann würde ich sagen, nehmen wir direkt wieder ein kleines. Ja. Ist immer so schön, wie gut das tut, Lara zu hören, wenn sie ein Medipack nimmt und sich heilt. Ja, jetzt haben wir hier unsere Pickups wirklich deutlich aufgefüllt. Jetzt haben wir schon 7 von 13. Und ich glaube, das Gion ist ja auch eins davon. Das nimmt doch hier langsam Formen an. Sehr schön. Gut. Also der Teil gefällt mir auf jeden Fall besser als der erste. Der war auch cool, wo man die Säulen so verschieben musste. Aber das hat hier nochmal irgendwie mehr Action, mehr Gegner. Und das macht mir gerade richtig, richtig Spaß. Ich wollte gerade Bock sagen, aber der Satz wäre dann irgendwie quer geworden. Okay, was können wir jetzt hier tun? Wir müssen irgendwo hoch, glaube ich, weil wir von hier unten nicht so wirklich vorankommen. Boah, schon krass, dieser T-Rex. Guckt euch die Fresse an, Leute. Krass. Ja, wo kommen wir von hier aus hoch? Das ist jetzt die Frage. Hm.
Geht das hier? Dass man jetzt hier... Aha, ich sehe schon. Da ist ein Block. Die sind so krass gut versteckt. Ich übersehe die ständig. Vielleicht haben wir auch einen Block übersehen im ersten Raum, wo wir da an die Hangelstrecke nicht kamen. Vielleicht war da auch irgendwo so ein Block zum Rausziehen. Wüsste aber tatsächlich nicht, wo das helfen sollte. Jetzt gucken wir erstmal, was hinter dem Block ist. Ach, gar nichts. Den müssen wir einfach nur hier rausschieben wahrscheinlich. Na, machen wir das doch mal. Um da hochzukommen, das ist wahrscheinlich der Gedanke. Vielleicht reicht das jetzt hier auch schon, dass wir da hochkommen. Da kann Lara sogar durchspringen. Schön. Und da kommen wir auch hoch. Schätze ich jetzt mal. Jawohl. Und das ist eine super schöne Stelle. Auch mit diesen Tribünen hier. Das erinnert mich ja schon so ein bisschen ans Kolosseum hier an der Stelle. Wäre aber ein bisschen arg vorgegriffen, aber ist vielleicht schon mal ein Vorgeschmack darauf. Das war doch klar. Ja, brüll einfach erstmal. Da haben wir genug Zeit, dich abzuknallen. Also Gegner sind hier wirklich sehr, sehr viele in dem Spiel, aber das finde ich cool, weil dann ist wenigstens Action da. Das ist eine Tür, Leute. Die müssen wir aufbekommen. Vielleicht sogar ein Secret Door. Und hier? Auch. Okay. Das sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Vielleicht gibt es da irgendwo einen Hebel zu. Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Stelle hier. Auch mit den Statuen, die hier so rumstehen. Diese Anordnung von den ganzen Stufen. Kommt jetzt wieder ein... Nö, anscheinend nicht. Das sind aber überall diese Türen hier. Fangen wir einfach mal hier an zu schauen. Ah ja. Gut, dass wir in Ruhe geguckt haben. Sonst hätten uns das von oben wieder erwischt. Also Sabato meint es echt nicht gut mit uns, ne? Das muss ich ja mal ganz klar sagen hier. Mal wieder hier zurück. Idee war vielleicht auch hier über die Rampe irgendwo hinzukommen. Ja, könnte gehen, darüber zu kommen. Jawohl. Genau. Genau das wollte Leok so. Leok, genau. Wenn irgendwas Arschiges kommt, denke ich immer direkt an Leok. Der Creator. Einer meiner Favorite Creator. Neben jetzt neuerdings auch Sabatu und natürlich Feder, der auch richtig geile Level gemacht hat. Oasis zum Beispiel fällt mir direkt ein. Das sind so diese Creator, von denen ich am liebsten alles spielen würde und auch hoffentlich werde. Und Seed94, der hat auch mega schöne Custom-Levels gemacht. Auch so mit die ersten, die ich je gespielt habe. Leider ist der nicht mehr aktiv. Und was modernere Custom-Levels angeht, auch Tytech auf jeden Fall. Also die 5, die ich jetzt hier aufgezählt habe, die sind auf jeden Fall in meiner Hall of Fame, was Creator angeht. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen vergessen. Ich habe jetzt nicht großzügig drüber nachgedacht, aber das waren die, die mir jetzt spontan so in den Sinn gekommen sind. Black Wolf Tomb Raider ist auch mega gut. Also gibt es viele richtig krass gute Levelbauer. Sascha auf jeden Fall, auch Sweet, von dem wir schon Level getestet haben. Den wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen. Ah ja, guckt mal hier drüben. Das sieht mir aus, als wäre da noch was verstiggelt. Das sagt man bei unserer Region so, wenn was versteckt ist. Da ist was verstiggelt. Ja, guckt doch mal an, Leute. Wenn das nicht ein Secret ist, dann weiß ich auch nicht. Jawohl, Leute. Ich freue mich mega. Wir haben ein paar Sachen gefunden und haben damit 9 von 13 Pickups und 2 von 3 Secrets. Sehr schön. Es macht doch Hoffnung hier langsam. Es macht auf jeden Fall Hoffnung. Okay. So, jetzt können wir hier regulär weitermachen. Gut, dass wir das gesehen haben. Das war sehr schön versteckt, aber nicht gut genug für mich. Okay. Das genießen wir jetzt. Ich bin ruhig.
nein. Ihr wisst, was jetzt passiert, wenn ich das Spiel lade. Naja, wir werden die schöne Musik ja nochmal, das ist die Titelmelodie, ganz am Ende des Spiels in voller Länge hören, wenn ich das Spiel ausklingen lasse. So, das hat leider nicht geklappt. Ich wollte eigentlich darüber. Ich habe mich auch so bemüht, nicht zu sterben und zu fallen, damit die Musik da bleiben kann. Aber das war mir jetzt leider nicht gegönnt. So, den Sprung muss man nämlich leider doch ein paar Mal machen. Weil er gar nicht so einfach war. Da unten liegt der T-Rex rum. Aber das ist ein schöner Blick nochmal auf das Level von oben. Hä? Moment, ich dachte, hier geht's weiter. Das heißt, wir haben ja in dem ersten Raum überhaupt kein Secret übersehen bei der Hangelstrecke. Cool. Ja, Leute, wir haben alle Secrets gefunden. Das war überhaupt nicht mein Plan. Ja, mega. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich jetzt besonders drüber, dass wir das geschafft haben. Und können dann ja jetzt hier wirklich mit erhobenen Hauptes durch das Level stiefeln und uns den Skiern unter Nagel reißen, weil wir haben alle Secrets gefunden. Ich hatte eigentlich so gedacht, ach komm, muss jetzt nicht sein, dass du wirklich in jedem Level alle Secrets findest. Ich habe nämlich im verlorenen Tal ja dann am Ende noch Zeit übrig gehabt von der Folge und gedacht, ach, holst du die Secrets irgendwie noch nach. Machst du aber jetzt nicht bei jedem Level, sondern findest halt das, was du findest. Wenn nicht irgendwie zufällig noch irgendwie ein bisschen Zeit in der Folge übrig ist oder so. Aber jetzt haben wir hier tatsächlich alles gefunden, was wir gebraucht haben. Ja gut. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier rüber. Und gar nicht da, wo wir jetzt hin wollten. Das heißt, wir springen jetzt einmal dahin. Und dann gibt es auch noch zwei andere Gänge unten. Die können wir uns dann auch noch anschauen. Aber wir haben zumindest die Secrets schon mal in der Tasche. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, wir können da rüber. Und da drüben sehe ich auch den Hebel schon, den wir brauchen. Und dann auf das goldene Podest da drüben. Das ist, glaube ich, so der Gedanke. Und dann kommen wir nämlich da hoch. Aber erstmal müssen wir den Sprung meistern. Der ist nämlich, glaube ich, nicht einfach, wie mir das so aussieht. Okay, da müssen wir jetzt echt eine gute Kurve springen. Das ist so ein richtiger Sabato-Sprung hier. Ich nenne den jetzt den Sabato-Sprung, weil der schwer ist. Und Sabato will es ja wissen, ne? Oder gibt es noch eine Zwischenplattform, wo wir hin können? Bevor wir jetzt tausendmal Lara unnötig in den Tod schicken. Aber ich glaube, nein, wir müssen darüber. Das heißt, probieren, probieren, probieren. So weit oben wie möglich abspringen, aber dann auch wirklich abspringen, nicht die Taste zu spät drücken. Fällt mir bei Tomb Raider 1 ja mal schwer, wie ihr wisst. Ach, das ist echt schwierig. Vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurück, dass Lara genug Anlauf hat. Das bisschen macht vielleicht was aus. Ich dachte gerade, da hätte irgendwie ein Medipack geschimmert. War aber nicht so. Ja, wir müssen mehr die Plattform ausnutzen. Und jetzt probieren wir es nochmal. Jawohl, dann geht das nämlich auch. Krass, dass er solche Sprünge voraussetzt. So, Waffen ziehen. Ach, ich glaube, wir sind beim Hebel schon gleich, oder? Jawohl, da wollten wir doch hin. Sehr schön. Und das letzte Tor ist offen. So soll das doch sein. Perfekt. Gut. Jo, dann gucken wir hier nochmal. Hier waren wir irgendwie noch nicht zurecht. Ach, da wäre man vielleicht auch irgendwie hochgekommen, also als Abkürzung vielleicht. Oder kommt man von den anderen Räumen da irgendwie hin. Da gucken wir uns jetzt nochmal so ein bisschen um. Okay. Hier waren wir doch schon, ne? Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Will ich das jetzt schon? Weil wir haben doch noch gar nicht alles gesehen. Ich meine, uns fehlen ja auch noch ein paar Gegenstände. Zwei Stück. Eins davon ist der Skion wahrscheinlich. Das heißt, wir suchen jetzt nochmal. Ach nee, da kommt man aber nicht mehr zurück.
Ja, nee, da will ich jetzt noch nicht hin. Das will ich jetzt noch nicht. Wir laden noch mal einen Spielstand drüber. Bevor wir jetzt hier lang gehen, will ich mich jetzt mal hier unten noch mal ein bisschen umgucken. Wow, ist das tief. Das überleben wir nicht. Das wird nix. Kann man sich denn hier am besten mal fallen lassen? Ohne dass man jetzt stirbt. Überleben wir das? Jawohl, tatsächlich. Weil hier zum Beispiel kann man doch noch durch. Ja, da ist noch ein Wolf. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Ich sehe auch wieder diese Türen, aber ich weiß auch nicht, ob das überhaupt wirklich Türen sind. Okay, das war einfach nur für einen Wolf. Und was wäre auf der Seite noch gewesen? Waren wir hier schon? Da ist noch ein Kriegsschacht. Ah ne, das ist nur so zusammengefallen. Aber auf der anderen Seite kann man auf jeden Fall rein. Das wurde uns gerade schon durch den Bug hier ein bisschen gespoilert. Aber da kommt man noch nicht weiter. Und hier ist es zusammengestürzt. Nee, dann war es das hier tatsächlich. Dann haben wir hier gar nichts übersehen. Wahrscheinlich. Gucken jetzt nochmal hier rein, weil da waren ja auch noch solche Türen. Ich meine, wir haben einen Wolf nicht gekillt, aber wie gesagt, man muss ja nicht immer die ganze Population über den Haufen schießen und eliminieren. Von daher ist es ja auch nicht schlecht, wenn nochmal ein Wolf hier am Leben bleibt, der vielleicht gerade trächtig ist und auch noch Nachkommen zur Welt bringt und wir dann wenigstens den Wolfsbestand hier nicht auf null minimiert haben. Sondern die Art zum Fortbestehen noch gerettet haben. Nee, hier ist nichts mehr. Schlimm genug, dass wir die Dinos ausgerottet haben, dann würde ich sagen, krapschen wir uns doch den Skion, oder? Sind wir jetzt schon so weit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dafür müssen wir uns hier einmal runterlassen. Aber hier kann man sich so stückweise runterlassen, das ist eigentlich ganz schön. Und dann kommt, glaube ich, der finale Kampf gegen Larsen. Der wird hier definitiv auch sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist nämlich so ein Main-Punkt des Spiels, den wir da nicht ausgelassen haben. Jo, dann haben wir es eigentlich ganz chillig aktuell, weil wir haben ja die Kugel schon ausgelöst da oben. Wir können eigentlich den Skion nehmen und gehen, oder? So einfach klingt das für mich gerade. Secrets haben wir in der Tasche. Jetzt gucken wir mal da oben. Ich hoffe, dass nicht noch eine zweite Kugel kommt, deswegen haben wir gespeichert. Nee. Das scheint hier easy zu sein. Und das ist der Ort. Der Orte, an dem sich das Gion befindet. Das nehmen wir jetzt gleich mit. Jetzt will ich mal gucken, ob hier auch die Mumien umfallen, wenn man davor läuft. Nee, die fallen hier nicht um. Den Effekt gibt es hier nicht. Es sei denn dann erst, wenn man das Gion aufgehoben hat. Ach, da kommen wir dann raus. Das wird der Ausgang sein. Okay. Gut, dann nehmen wir einmal den Gion mit und schauen, was passiert. Wahrscheinlich stürzt jetzt hier alles zusammen. Sollte das so sein? Aha! Ah ja. Unsere erste Mumie, die hier zum Leben erweckt wird. Und ich habe auch eine Theorie, warum... Oh ja, und sie explodieren auch so schön. Das war mir wichtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich weiß auch, warum hier die Mumien auftauchen. Und zwar sind ja diese drei Skion-Teile, wie schon mal gesagt, jeweils Teile, die eine Gottheit von Atlantis... Oder habe ich jetzt gespoilert? Ich weiß es nicht. Ob ich das schon erwähnt hatte? Nee, ich hatte das schon erwähnt. Das wisst ihr sowieso alle, dass wir nach Atlantis kommen. So. Also diese drei Skion-Teile hier... Wenn wir uns mal anschauen, gibt es drei Stück und wenn man die vereint, dann kann man ins Atlantis etwas bewegen. Das habe ich nicht gespoilert, das habe ich schon mal gesagt. Genau. Und diese drei Gottheiten, zum Beispiel hier Qualopec,
hat seins hier in Peru versteckt, in seinem Grab. Und weil diese drei Skion-Teile in Verbindung zueinander stehen, sind dann auch hier die Mumien an dieser Stelle, weil nämlich ein weiteres Skion sich in Ägypten befindet. Also das ist so meine Theorie, warum jetzt hier Mumien auftauchen. Merkt man an späterer Stelle auch noch, dass da Verknüpfungen zwischen den Skion-Teilen bestehen. Sieht man auch in der Vorschau noch, soweit ich weiß. Okay, jetzt sollten wir uns aber erstmal auf den Showdown hier konzentrieren. Wow, hier stürzt ja alles. Das ist cool gemacht, das sah cool aus. Und jetzt kommt wahrscheinlich Larsen, oder? Jetzt werden wir aber erstmal gucken, ob hier unter Wasser auch die Höhle ist. Weil bei Tomb Raider 1 gibt es hier nämlich noch ein Secret zu finden. Wir haben gespeichert, ich nehme jetzt einfach mal Performer. Weil ich glaube nämlich, dass das Level direkt rum ist, wenn wir Larsen abgeschossen haben. Deswegen wollte ich mich hier nochmal in Ruhe nach dem letzten Gegenstand umsehen, der uns noch fehlt. Wir sind jetzt wieder am verlorenen Tal zurück. Ich weiß nicht, ob man hier so durchjumpen kann und noch einen Gegenstand findet oder so. Hier liegt aber nichts weiter. Also hier hat Sabatu, oder Moment, das ist doch die originale verlorene Talstelle von Tomb Raider 1, weil bei Sabatu war die ja anders, oder? Ist das jetzt Sabatus Stelle oder die Originale? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist die Originalstelle. Die bei Sabatu war ja komplett anders. Cool. Wir haben gerade die originale Tomb Raider 1. Verlorene Tal. Finalstelle. Finde ich super schön, dass das Sabatu hier so gemacht hat. Aber ich glaube, man kann ja auch nichts finden. Man muss jetzt einfach Larsen töten und fertig. Ist natürlich auch schlau, weil der muss ja die Cutscene nehmen aus dem Original und die findet ja auf diesem Schauplatz hier statt. Und deswegen muss dieser Schauplatz ja auch so aussehen. Ja, ich weiß schon, warum ich bei der Hardcore-Challenge Tomb Raider 1 an dieser Stelle gestorben bin. Weil es einfach super schwer ist, dem zu entkommen und seinen Schüssen hier, wenn man erstmal aus dem Pool raus muss. Aber hier scheinen wir gerade safe zu sein, deswegen speichern wir das mal. Und jetzt töten wir ihn. Stirb! Larsen, du Sau! Ja, und es wird angezeigt, wie viel Leben er noch hat. Ich werde jetzt kein Medipack mehr verschleudern. Jawohl, man kann die Gegner nämlich schön austricksen. Und das war's. Tomb of Qualopec, das Grab des Qualopec. 20 von 22 Kills, 12 von 13 Sachen gefunden und alle drei Secrets. Bin ich sehr stolz drauf, freue ich mich drüber. Und jetzt geht's wahrscheinlich zur Vorschau. Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teoken, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you litterbug. Ja, sehr schön. Ich gehe jetzt ins Inventar, bevor uns irgendwelche Löwen anfallen.
Wir sind jetzt in Griechenland in St. Fenchs Folly. Das hat Lara rausgefunden, weil sie bei Natla Technologies eingebrochen ist und das dort recherchiert hat, dass hier das zweite Skion-Teil zu finden ist. Ja, auf die Reise gehen wir in der nächsten Folge hier weiter in Griechenland im zweiten Abschnitt von 4 von Tomb Raider 1. Ich freue mich sehr auf diesen Abschnitt, weil ich den Abschnitt sehr mag. Und genau, sage dann ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann hier wieder. Macht's gut, bis dann.